Ich freue mich, dass er heute das zweite Mal bei Jazzman persönlich ist. Vincent Kling, meine Damen und Herren. Vincent Kling. Aber manchmal stimmt es nicht mit dem Rezept. Es stimmt eigentlich nie mit dem Rezept. Aber wenn ich jetzt einen Leberkäse anbraten wollen würde, ohne dass er sich biegt, was muss ich da machen? Ich habe Büchli geschrieben und zwar mit... ohne ein Buch vorher lesen zu Rezepte gegen Liebeskummer. Wenn man ganz enttäuscht ist, ist eine Scheibe Leberkäse und Kartoffelsalat absolut stabilisierend. Das vergesse ich der Zutat, die sowieso überflüssig war oder sonst. Das ist ein sehr anstrengendes Instrument, kostet viel Kraft, ist sehr geschenkt. Jetzt dauert das gut. Oh. Also ich bin im Fernsehen viel dicker wie in live. Und wenn dann neben mir Moderatorin ist, eine Schlanke, dann kann die sich hinter mir, kann die Zeiten gehen, gell? Okay, wohin mit den Resten? Wieder mal zu viel eingekauft, zu viel gekocht, der Ranzen spannt und der Topf mit dem Gulasch ist trotzdem noch halb voll. Das war sowieso zum zweiten Mal aufgekocht. Es soll ja immer besser werden. Stimmt aber nur. Typisch meine Marisch, die babbeln alle mit da unten. Ne? Der Zustand, da wieder die zwei Damen, die Schwätze, als ob sie. Ne? Also die sind ja auch gar nicht wegen der Musik kommen, sondern weil sie denken, die hätte Fleischküchle mitgebracht. Das ist die gute Nachfolge. Letzte Frage noch: Diese Leidenschaft fürs Schreiben, für die Musik, wissen das deine Gäste? Sprechen die dich drauf an? Doch, also es sind sogar inzwischen. Vorwiegend Leser. Und eins kann ich schon sagen, ich sage zu meiner Küche auch immer, auch meiner Tochter, du kannst Video glotzen, so viel du willst. Es gibt zwei Menschen, die eine lesen, die andere bleiben blöd.